Ja, da hat der Boris Pistorius, neuer Verteidigungsminister, auch eine konkrete Summe, glaube ich, schon genannt, hat gesagt, 10 Milliarden bräuchte er mehr im Land. Das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Es ist auf jeden Fall erfreulich, denn wenn Sie nochmal die Uhren 2 Jahre oder 3 Jahre zurückdrehen, dann erinnern Sie sich noch, dass Deutschland ein Sorgenkind war innerhalb der NATO als Organisation. Die deutsche Politik war immer der Meinung, dass man die sogenannten NATO-Ziele nicht unbedingt erreichen muss. Und dass wir heute hingehen und sagen, wir erreichen diese NATO-Ziele und wir erreichen sogar die darüber hinaus. Und wir haben sogar festgestellt, dass wir mehr für unsere eigene Sicherheit machen müssen als bisher. Das ist auf jeden Fall ein großer Gewinn. Was sagen Sie denn zu diesem Briefwechsel? Ist das eine Schauspielerei, um zu zeigen, dem eigenen Klientel, man ist da richtig hart in der Sache und kämpft da, um sich am Ende dann doch zu einigen? Oder ist das schon ein schwerwiegender Grundsatzstreit über die Zukunft des Haushaltes, der jetzt mit aller Macht ausgefochten werden muss? Also der Wirtschaftsminister von den Grünen hat diesen Brief geschrieben. Ich fand diesen Brief bemerkenswert. Befremdlich, aber wer solche Briefe schreibt, muss auch davon ausgehen, dass Antworten kommen werden. Und bei dieser Gelegenheit muss man natürlich ein paar Dinge doch klarstellen, nämlich Steuererhöhungen in dieser Situation, das wäre Gift für die Wirtschaft. Und wir brauchen gerade in dieser Situation Zinserhöhung, Inflation in Europa, enorme Modernisierungsdefizite im Land. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir Deutschland fit machen, unseren Wirtschaftsstandort fit machen für die Zukunft. Das ist eine zentrale Frage und dazu gehört übrigens solide Finanzen auch. Das sei bei der Gelegenheit nochmal betont, weil wir hier auch, weil hier sehr viele junge Leute zuschauen. Alles muss in Deutschland nachhaltig sein, aber bei der Finanzpolitik wird oft vergessen, dass hier Kosten und Belastungen produziert werden auf Kosten von künftigen Generationen. Und das wollen wir nicht. Deswegen ist die solide Finanzpolitik für uns so außerordentlich wichtig. Ja, aber Nachhaltigkeit wird hier auch angesprochen von M. Berger über Twitter und sagt, das Verkehrsministerium hält seine Klimaziele nicht ein. Wann wird Herr Wissing reagieren? Hält sich die FDP da überhaupt an die vereinbarten Klimaziele oder ist Ihnen das egal? Uns sind die Klimaziele außerordentlich wichtig und es ist auch unfair, wie hier Herr Wissing in dieser Ecke gebracht wird. Herr Wissing hat sehr konkrete Vorschläge gemacht beim Thema Infrastruktur, beim Thema Mobilität der Zukunft. Wir haben das Thema Planungsbeschleunigung. Ja, aber der Verkehrssektor hält die Ziele nicht an. Ja, aber die Vorschläge vom Herrn Wissing, des Ministers, liegen ja vor. Er hat sehr konkrete Vorschläge gemacht beim Thema Planungsbeschleunigung, wie wir in Deutschland besser werden können. Allgemein, insgesamt beim Thema Infrastruktur, also nicht nur Straßen, nicht nur Autobahnen, sondern auch Radwege, Schiene und Wasserwege. All diese Vorschläge liegen auf dem Tisch. Es ist eine andere Partei, die blockiert. Und wenn wir schon hier über Klimaschutz reden. Ich sag mal, es gibt einen Streit um die Planungsfeststellungsverfahren, die dauern im Moment noch lange. Für die Stromtrassen soll das beschleunigt werden, das ist schon festgelegt. Sie wollen das auch für Autobahnen. Jetzt sagt aber Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Vorsitzender, wenn es die Autobahnen nicht gibt, gibt es auch die Stromtrassen nicht. Das bringt doch das Land nicht. Darum geht es nicht. Wir brauchen Infrastruktur in Deutschland und wir müssen, deswegen habe ich auch alle aufgezählt gerade eben. Wir unterscheiden nicht zwischen guter Infrastruktur oder böse Infrastruktur. Wir brauchen insgesamt Infrastruktur für unser Wirtschaftsstandort. Über Modernisierung im Bereich Infrastruktur bedeutet auch ein Weg Richtung Erreichung der Klimaziele. Und weil Sie auch sehr konkret nach Volker Wissing gefragt haben, meine, es gibt auch einen Bereich Energieinfrastruktur, wo wir sehr konkret auch Einfluss haben auf die Klimaziele. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum wir in dieser Situation in Deutschland auf Braunkohle setzen, auf noch mehr Braunkohle, Energieproduktion durch Braunkohle und gleichzeitig Kernenergie, auf Laufzeitverlängerung der Kernenergie in Deutschland verzichten. Auch mit Blick auf das Klima, beim Thema Klima wäre das der bessere Weg gewesen. Klar. Die Laufzeitverlängerung auch nach April 2023. Aber das Thema ist ja durch. Das sagen Sie. Nee, das sagt die Bundesregierung. Naja, wenn die FDP nicht wäre, wären die 3 Kernkraftwerke, die noch am Netz verfügbar sind, die wären übrigens Ende 2022 abgeschaltet worden. Es waren wir haben dafür gekämpft, wir haben uns dann innerhalb der Koalition verständigt, dass das Ganze bis zum 15. April noch weiterläuft und man wird sehen, was darüber hinaus notwendig und möglich ist. Zum Abschluss kommen wir nochmal zu der geplanten Cannabis-Legalisierung. Interessiert hier auch viele. Wurde ja vereinbart im Koalitionsvertrag,
ist noch nicht in Kraft, wird geplant, mal gucken, wann es kommt. Vollständig ist diese aber nur, schreibt uns Talcott Smith, wenn es keine Ersatzstrafe im Verkehrsrecht gibt. Dafür müssten die Grenzwerte angehoben werden, denn aktuell werden nüchterne Fahrer und Fahrerinnen bestraft. Wann handelt Wissing in diesem Punkt? Ist die Frage. Also diese Verkehrsfrage kann natürlich nicht beantwortet werden, bevor die erste Frage, die Sie gestellt haben, diese zentrale Frage beantwortet wird. Wann wird Cannabis legalisiert? Und in dem Moment, wo Cannabis legalisiert ist, dann wird natürlich auch diese Frage verändert werden. Expertinnen und Experten sagen ja auch schon, haben schon deutliche Positionen dazu. Das ist aber erst der zweite Schritt. Das andere ist die Legalisierung. Das muss kommen. Wir haben ja auch wenn ich mich erinnere, mit Herrn Lauterbach, das letzte Gespräch war ja eine Perspektive für dieses Jahr auch von seiner Seite angezeigt worden. Haben wir verstanden, aber können Sie als nur als Information auch für Talcott Smith sagen, wie Ihre Position ist, wenn es um die Grenzwerte geht? Das ist jetzt eine Detailfrage und ich kenne die Diskussion seit langem, weil das ja auch oft verglichen wird mit Alkohol. Es wird gesagt, warum ist Alkohol, beim Alkohol wird das ganz anders behandelt, als wenn THC, bei THC diese Debatte gibt es, aber ich würde die jetzt nicht führen, weil der erste Schritt erst noch erfolgen muss. Denn solange die Legalisierung von Cannabis nicht gegeben ist, wird die andere Frage auch nicht so schnell von den Experten angepackt werden. Vielen Dank bis hierhin. Letzte Frage vielleicht. Berlin-Wahl war jetzt, damit haben wir angefangen. Die nächste ist dann Bremen im Mai. Aber ganz wichtig in diesem Jahr ist dann ja Bayern und Hessen im Oktober. Kriegen Sie das Ruder bis dahin rumgerissen und wie? Selbstverständlich. Wir sind eine Regierungspartei. Wir müssen zeigen, dass wir die Sorgen und Nöte der Menschen in diesem Land ernst nehmen und vor allem die Probleme, die in diesem Land, die Herausforderungen, die in diesem Land existieren, dass wir sie in der Lage sind zu lösen. Das ist die zentrale Frage. Regierungsparteien werden nach diesen Kriterien bewertet und nicht nach Sprüchen, nach Themen, die künstlich gesetzt werden, sondern sehr konkret, was haben sie geleistet, haben sie diese Aufgabe gut gemacht, ja oder nein. Und wenn wir dementsprechend auch innerhalb der Koalition gemeinsam Erfolge erreichen, dann ist es gut für alle drei Koalitionspartner. Aber Sie haben ja mal gesagt, die Farbe der FDP muss deutlicher werden. Das bedeutet dann schon wieder mehr Ellenbogen, vielleicht auch mehr Streit. Gefällt ja auch nicht ein. Nein, klar, dass ein Generalsekretär sagt, die Handschrift der FDP muss erkennbarer sein, das darf, glaube ich, niemanden hier wundern. Aber am Ende des Tages sind es drei Koalitionspartner und eine Koalition funktioniert am Ende des Tages nur, wenn alle in der Lage sind, ihre Themen zu machen, ihre Punkte zu machen. Und dass diese Unterschiede existieren, habe ich ja vorhin gesagt. Am Ende des Tages wird entscheidend sein, sind wir in der Lage, gute Lösungen, Konzepte für unser Land zu entwickeln, ja oder nein. Bijan Cesarei, vielen Dank für den Besuch. Bericht aus Berlin extra für heute am Ende und vielen Dank auch für eure Fragen. Schönen Restsonntag vielleicht noch und bis bald.